liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon und Schild. Ja, wir sind dabei wieder mit unserem Pokémon. Wir dürfen jetzt über Route 3 nach Turfield. Das machen wir doch auch als nächstes auf jeden Fall. Die Eröffnungszeremonie haben wir in der letzten Folge gesehen. Ich hoffe es zumindest und wir reisen jetzt weiter. Ich habe mir gerade einen Schluck aus meinem Kaffee genommen und wir werden gerade angequatscht von der jungen Dame. Liga-Präsident Rose hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Was will der? Ach ja, ein wundervolles Geschenk wurde so. Die wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung. Hier hast du dein Geschenk. Ein Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen. Und zwar an jeden beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Genau. Ich habe ja schon mal eingangs erwähnt, dass es hier keine VMs geben wird, sondern quasi Hilfen. Wie war es auch schon in Pokémon. Ich glaube, X und Y war das, glaube ich, auch schon so. Tatsächlich, dass es da keine VMs mehr gab. Ja, jedenfalls, diese Flugtaxis ersetzen die VM-02 Fliegen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Dementsprechend brauchen wir auch kein Flug-Pokémon eigentlich beim Team. Wir haben es ja bequem. Wir können Taxis nehmen. Okay. Dankeschön. Ja, wenn du die Flugtaxis nutzt, wirst du von einem Kramor als Schnurstracks an dein Ziel gebracht. Öffne die über das Spielmenü die Karte und wähle, wohin die Reise gehen soll. Ja, wie gesagt, wir können nur dahin, wo wir schon mal waren. Also noch nicht an die Orte, wo wir noch nicht waren. Das ist durchaus klar. Wäre sonst zu einfach und dann würden wir sehr viel von der Story verpassen und dann wäre es sehr schnell auf jeden Fall durch. Ich zitiere aus der Anleitung der Flugtaxis. Bitte öffnen das X-Menü und wählen Sie die Karte. Danach müssen Sie nur noch Ihr Ziel aussuchen. Und guten Flug. Aber das Flugtaxi bringt dich, wie gesagt, nur an Orte, die du zuvor schon mal besucht hast. Wenn du als nächstes nach Tüffelt willst, musst du also erstmal zu Fuß dorthin. Genau so ist es. Das machen wir auf jeden Fall als erstes. Und ja. Dann würde ich sagen, let's go. Okay, da kommen wir noch nicht weiter. Also müssen wir tatsächlich noch links weg, oder was? Warte mal, ich muss mal kurz auf die Karte gucken, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, mache. Ja. Müssen wir. Okay. Gut, genau. Und ich gucke es nochmal gerade auf der Karte nochmal zusätzlich nach. Ihr seht da diese Flügelsymbole. Da können wir zum Beispiel schon mal hin. Hier, theoretisch wenn wir hin, nach Engine City. Die Orte, die wir noch nicht besucht haben. Route 3, 4, die nächste Stadt und so weiter und so fort, können wir noch nicht besuchen. So, kann ich jetzt weitermachen? Kann ich mal durch? Dankeschön. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Dankeschön für eure Gastfreundschaft. Und ja, wir sehen uns, wie gesagt, dann irgendwann nochmal wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber jetzt machen wir gehen wir unsere Reise erstmal an. Richtung Route 3. Und ich hoffe, dass es jetzt nichts mehr aufhalten kann. Doch, natürlich kann es noch was aufhalten. Denn Hopp steht auch noch hier irgendwo bereit. Da bist du ja. Du, ich habe die Idee. Wie wär's denn mit einem Trainingskampf? Du gegen mich. Klar, warum nicht? Das wollte ich hören. Du wirst schließlich Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz abzustinken. So, du möchtest also gegen uns kämpfen und du fängst mit deinem Volley an. Ich habe Controller und Kikalo. Ich habe schon einiges an Pokémon, also zwei habe ich jetzt mittlerweile Volley und halt Kikalo. Aber ja, unsere Teammitglieder dauert noch ein Momentchen, bis wir da irgendwie mal was kriegen. Ich hoffe, dass wir das relativ bald erledigt bekommen. Dass wir nach und nach mal unser Team ein bisschen aufbauen, damit ich relativ viel leveln kann. Also es dauert halt eine Weile. Gerade mit dem Team noch mit irgendwo kurz vom 6. Morgen wird das gemütlich sein. Aber jetzt erstmal müssen wir mit dem klarkommen, was wir vorher uns haben. Und zwar in unserem Voldy und unserem Kikalo. So. Erstmal das Pokémon ein bisschen paralysieren, das Voldy. Und dann kommen wir mit bis drauf. Ja, noch nicht ganz. Spoiler. So, danach müsst ihr ja nur noch Chimpep haben. Oder? Ja, mehr. Ich sehe es doch leider oben gerade nicht angezeigt. Also, weil irgendwie die Bildeinstellung vom Fernseher nicht so ganz richtig passen. Mit der Switch. Er setzt den Trank ein. So. Also jetzt mal. Ich hätte fast down. Aber der schreckt zurück. Und der kommt also nochmal drauf. Auf den muss ich wechseln eh danach, ich denke. Das war mir fast klar. So. Habe ich es voll wieder? Ja, habe ich. So. Level 15 für Voldy. Und Kikalo bleibt auf Level 16. Und Voldy lernt Brüller oder will Brüller lernen.
Lassen wir raus, weil es ist wahrscheinlich nur wilde Pokémon, sonst nichts. So, Chimpep ist das nächste. Das heißt, wir wechseln auf Kikalo. Ich weiß gar nicht, ob er mehr hat überhaupt. Das ist es halt, ja. So, wir gehen auf Glut. Ah, noch nicht ganz. Es zählt nicht ganz die Hälfte ab. Ja, die Wechselwirkung zwischen den Typen. Klar, Feuer ist wie gesagt effektiv gegen Pflanze und Pflanze gegen Wasser und Wasser gegen Feuer. So. Ah, nicht ganz. Schade. Ah, er wird verbrennt. Dadurch wird sein Angriffswert nochmal gesenkt. Also das heißt, sein Angriffswert ist runter, weil er halt... Ja. Und es reicht. Wir brauchen keine weitere Attacke. Das Feuer killt es schon. Ohne Probleme. So. Dann greifen sie raus runter. Und als nächstes hast du noch ein Micro. Okay, du hast noch ein Micro. Das heißt, Voldy wird wieder reinkommen. Gegen Flug. Elektros gegen Flug ziemlich effektiv. Ah, ich bin mal gespannt, wenn man unser nächstes Teammitglied bekommt. Das dauert alles natürlich noch eine ganze Weile. Ja, ich glaube, aber es ist nicht mehr so viel. Ich glaube, ja gut, könnte schon am nächsten Orden soweit sein, dass wir zumindest ein oder zwei neue Teammitglieder bekommen. Und dann werde ich auch mein Team ein bisschen... werde ich das Team fest über trainieren. Ah, was? Es ist nicht... Na gut, mir fehlt halt die Attacke Donnerschock oder so, oder Donnerblitz oder was auch immer. Also... Machst du keinen Trank mehr so? Ich hoffe, dass du jetzt nichts weiter hast. Micro auch down. So. Aha, er ist besiegt. Sehr schön. Da ist doch viel Luft da oben. Naja, gutes Training war das. Allemal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, nicht schlecht, Rivale. Du hast auch nicht was drauf. Das muss ich dir auch lassen. Hier hast du meine Liegekarte als Zeichen meines Respekts. Genau. So, Ancient City war nur die erste Etappe unserer Arena-Challenge. Wir haben noch so viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zu der Stadt, bis der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon. Ich werde das durchziehen. Knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausfordern kann. Und dann schaffe ich mir den Titel. Haha, ihr habt das richtig gehört. Der nächste Champ werde ich sein. Hop-outs, Verlangen. Ja, und wir halten unser Team kurz und dann setzen wir unsere Reise fort. So. Wollte eigentlich... Ja, das hast du mir schon gesagt. Ich habe mich eigentlich nur verdrückt, gerade kurz beim Wegdrücken. So. Ah, ich freue mich auch wieder, wenn wir unser Team ein bisschen aufgebaut haben. Ja, wie gesagt, das seltene Pokémon ist ein Phlegmon, ein spezielles Phlegmon. Das werden wir nicht jetzt fangen. Das werden wir dann nebenbei mal fangen. So. Ich habe kurz etwas gesehen, was ich tatsächlich sehr angenehm finde. So, du drei Animationen, warum anschalten? Winterfrage ausschalten. Gut, dann nehme ich diese Spitznamenanfrage mal raus. Weil wir werden unser Team keinen Spitznamen geben und dann das nervt mich dann auf Dauer einfach nur. So, und wir gehen jetzt rauf auf Route 3. So. Okay, hier haben wir noch. Da! Ich habe schon mein nächstes Teammitglied gesehen. Ha! Wir bauen tatsächlich nach und nach unser Team auf. Wir fangen uns hier das nächste Teammitglied. Welches Pokémon wird das sein, liebe Leute? Nein, Vulpix wird es nicht. Sondern es wird ein anderes Pokémon werden. So, ich setze jetzt mal Glut ein. Es wird auch ein Pokémon werden, was tatsächlich ein bisschen bezüglich vorausschauend gefangen wird. Brauchen das definitiv dann irgendwann mal eins. Aber wie gesagt, der wird es sein, liebe Leute. Keine Sorge, es ist. Also, ich kann so viel schon mal sagen, es wird kein Pokémon werden, was nur in Gala zur Verfügung steht. Das kommt aus. Weiß gerade gar nicht, aus welcher Region das ist. Diamant Pearl auf jeden Fall. Also, Diamant Pearl Platin. So, und zwar da oben ist es. Es wird Skull.
Gongapu wird es werden, definitiv. Das wird unser Teammitglied. Ich habe es noch nie ausprobiert, noch nie gespielt tatsächlich. Und tatsächlich ist es hier das erste Mal wieder privat noch. Weder privat noch im Let's Play habe ich es gespielt, sondern ich werde es tatsächlich jetzt das allererste Mal spielen. So, Volltreffer und jawohl. Gucken wir mal, was Pokémon haben. Oh, ich hätte nichts zücken können. So, ich hoffe, dass ich es jetzt gefangen bekomme. Jo, herzlich willkommen im Team Skookaboo. Teammitglied Nummer 3. Und Level 16 für Voldy. So. Hier huscht eine kleine Katze durch die Gegend. Ein Schinktier, Gift und Nicht-Pokémon. Wie gesagt, bezüglich der Feen-Arena ist es gar nicht mal so schlecht, weil Fee ist ja gegen Stahl und gegen Gift schwach. Und mit Gift-Pokémon sind wir gut dabei. Deswegen werde ich mir halt Skunkapu ins Team nehmen. Es ist das erste Mal, dass ich ein Pokémon, dass ich dieses Pokémon im Team habe. Oder. So, hier unten ist nur zwar noch ein Cortini, aber das ist kein Pokémon, was ich diesmal ziehen will. Ich habe ein anderes Pflanzen-Pokémon geplant. Das bekommen wir dann auf Route 5, also irgendwann kurz nachdem wir den ersten Orden haben, also noch ein ganzes Stück entfernen. Wir trainieren hier noch ein bisschen unser Team. So, eigentlich müsste ich jetzt tatsächlich mal kurz im Pokémon-Center zurück. So, das machen wir auch nicht jetzt. Weil ich werde mein Team kurz heilen und dann geht's weiter. So. Oh cool, da hinten den Bahngleisen. Ah gut, das sind die Richtung Engine City. So ein Bahnhof. Ha, sehr schön, ich habe mein nächstes Teammitglied, ich habe mein nächstes Teammitglied. Die rote machen wir uns auch noch diese Folge. Nur so nebenbei. So. So. Genau. Ja, das müssen wir mal fragen auf jeden Fall, damit wir das dann. Damit wir so eine Meldung weg haben. Sehr schön, ey. So, was kann ich überhaupt verattacken? So nebenbei gerade mal. Gucken wir mal gerade rein. Säurespeier. Offenlegen Rohrwolke. Katsu. Ja gut, es lernte irgendwann eine gute Attacken. Bin ich mir ziemlich sicher. Schauen wir mal, welches Pokémon wir beibringen. Was haben wir denn aber um eine Attacke schon mal, dass wir den beibringen können? Ten? Kehrschelle könntest du. Okay. Probieren wir es mal. Bringen wir es mal rein. Ja, Auflegung mal raus. Und wir setzen es ein bisschen offensiver rein. Das heißt, ich nehme die Kratzfurie mal raus. Mit dem Sternschauer dafür. Ja, es wird noch wahrscheinlich auch Toxin und sowas dazu irgendwann bekommen und ja, aber wie gesagt, jetzt haben wir erstmal ein gutes, solides Team. So, der erste Trainer hier. Ich probiere es jetzt mal im Kampf aus. Zack. Hilfe. Ich werde verfolgt. So. Ich hatte gerade alles über Fremdsprachen. Computer und Pokémon. Uhrzeit. Oh, das passt so. Die rote Weser kriegen wir noch in die. Die machen wir noch in die Folge. Du fängst an mit Pam Pam. Ein Kampf-Pokémon. Ich trainiere. Probier mal Säurespeier. So, Spezialverteidigung. Das ist immer gut. Oh, schreckt sogar zurück. Das ist cool. Weiter. Über Kopfwurf. Ja, genau. Wir werden ausgetauscht. Mit einer Überraschung. So. Und tschüss. Und tschüss. 196 Erfahrungspunkte nehmen wir gerne mit. Und Laura ist besiegt, die Kleine hier.
Da oben ist noch ein Trainer. Nehmen wir doch mal das mit. So. Und den jungen Mann hier nehmen wir direkt mit. Er setzt das Bier ein. Das ganze Gift sein. Ich hab mal Säurespeier mal drauf. Das ist neutral. So, aber. Ja, ich wechsle jetzt wieder. Ich nehm's ja nur vor. Ich hab's so vorgenommen zum Trainieren. Dann immer die ersten Attacken lernt. Passend zum Typ und nicht Attacke, dann haben wir auch ein gutes Pokémon, was gegen sicher Pokémon einzusetzen ist. Dann ist mit dem Gift-Typ auch egal. Durch die Typ und nicht sind die Attacken dann wirkungslos. So. Weg mit dir, Knospi. Und jetzt setzt Cotini ein, okay. Ja, wir werden auch sicher Pokémon nicht nehmen, aber das dauert, wie gesagt, alles noch. Das wird dann durch den fünften, sechsten Ort immer dazwischen passieren. Auch ein Pokémon, was ich noch nie im Team hatte. Auch privat nicht. So, weiter mit Säurespeier. Und weg ist es, jawohl. Und ein Volltreffer, ja gut, okay. Der Junge, er ist auch besiegt. Hilfe, Vulkano, hopp. Ah, klar. Nee, Moment, läuft's mir noch Feuer. Ja, gut, Vulkano wäre kein schlechtes Feuer-Pokémon. Hätte man nicht schon eins? Ja, vielleicht würden wir uns das Team nehmen, aber vielleicht auch nur. Noch kein Level ab für uns. So, was machen? Komm. Und für die Leute, die fragen, was das hier für ein Muse teilweise ist, ich bin nicht alleine hier. Also, ich wohne ja quasi bei meiner Freundin und dementsprechend kann das mal passieren, dass hier nicht komplett still ist, sondern auch mal was passiert. Wir haben drei Katzen hier rumlaufen. Dementsprechend, wir sind nicht alleine, also. Sehe ich mal nach, dass auch ab und an Hintergrundgeräusche sind. Ja. Ah, da kommt ja unser Arena-Challenger. Der große Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Ja, Glückwunsch. Huch, was hast du denn abgelassen? Der ist schon vorgegangen. Ja, typisch Hopp. Er kann einfach nicht stillstehen. Aber so kenne ich ihn. Er will so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Bruders treten. Wo du gerade hier bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Siehst du das Gebäude da drüben? Das gehört dem Liga-Präsidenten Rose, oder besser gesagt, seine Firma. Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rose nutzt das Erz, das dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Rose spielt also eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Gala-Region. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er ist ja schon ein bewunderswerter Typ. Puh, jetzt habe ich ganz schön zugequatscht. Danke, dass du mir so geduldig zugehört hast. Hier, nimm dieses Fluchtseil. Genau, das nehmen wir mal mit. Wenn wir dann immer die Themen-Schaufler haben, dann ist es eh uninteressant, diese Fluchtseile, weil dann brauchen wir sie nicht mehr. Oh, deine Pokémon kann ich bei der Gelegenheit auch gleich wieder fit machen. Boah, ich habe gerade Tränke benutzt. Ah, okay. Naja. Werden wir uns mal gleich noch eine Möglichkeit zu heilen. Also braucht definitiv keine Tränke zu nutzen, falls ihr eure Pokémon fit benutzt unter so einem Item. Oh cool, da liegt noch ein weiterer Beleber rum. So, hier haben wir neue Pokémon, Klonkett, Gesteins-Pokémon, die sich übrigens, falls ihr noch ein weiteres Feuer-Pokémon sucht, nutzen könnt, weil die entwickeln sich mit so einem Gesteins-Feuer-Pokémon. Ich habe es auch diesmal privat schon gesagt, aber jetzt trainiere ich erstmal weiter meine Pokémon und weiter gegen diesen Postboden. Er hat ein Botogel, ein Flugeis-Pokémon. So, dann wechsle ich kurz von Skunkapu auf Kikalo. Die Route machen wir noch komplett hier. In der Effekt an mit Geschenk. Oh, Dankeschön. Ich liebe Geschenke. So. Oder ist es? Ja gut, ist neutral. Okay. Wegen dem Flugtyp. Ich
glaube, es ist Eisflug. Dankeschön, wieder ein Geschenk für mich. Hey, ist heute schon Weihnachten hier oder was? So, Glut, drauf. Ja, ist es ein Eis-Pokémon. Mit dem Glut treffen wir jetzt aber auch Volltreffer und es ist besiegt. Cool, viele, viele Erfahrungspunkte. 178 für Kikolo, 371 für Skunkapu, Level 13 übrigens. Und wollt ihr halt auch immerhin 143, aber kein Level ab. Der Postbote ist besiegt und wir können unsere Reise fortsetzen. So, okay. Und hier ist noch ein Trainer. Finn, heißt er, ein Thermoport, ein Käfer-Feuer-Pokémon übrigens. Und da kann man auch mit unserem Typ ein bisschen was machen. Und zwar mit Säurespeier. Müsste eigentlich sehr effektiv sein, oder? Nö. Okay, ich gedacht, das ist gegen Käfer-Pokémon auch sehr effektiv. Ist nicht nur gegen... Aua. Auch mit Biss. Na gut, Biss ist natürlich nicht sehr effektiv gegen uns. So, jetzt mache auch wohl keine, damit es nicht so häufig angreifen kann. So, jetzt sitzt Glut ein. Es dauert immer... Es kann es theoretisch fangen, aber die Chance ist, glaube ich, bei 3% oder was. Es gibt eine andere Stelle, wo man es häufiger fangen kann, falls ihr es sucht. Ich habe es auch schon gespielt, also werdet ihr auch da wiederum mit Feuer-Pokémon suchen. Auch das könnt ihr theoretisch ins Team nehmen. Das ist nicht schlecht, definitiv. Habe ich damals mal am ersten Durchgang gespielt. Privat. So. Was haben wir dann? Kera da. Das ist ein Käfer-Psycho-Pokémon, entwickelt sich immer so aus Sensekt. Was man auf der Route 1, glaube ich, fangen kann. So, Käfertrutz. Ja gut, der Käfer müsste neutral sein, oder? Ja, hier ist neutral, die Attacke. So, dann wechsle ich jetzt auf Kikalo wieder. Ich nutze es jetzt erstmal nur, um ein bisschen zu trainieren. Ich weiß gar nicht, wann sich das Geld entwickelt. Ich müsste jetzt mal... Da müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken, wann sich, Skunkapu weiterentwickelt. Skunkapu. Da müsste ich jetzt tatsächlich googeln. Ich weiß es nämlich nicht. Wirklich nicht. So. Level 34. Oh, Kerada ist nicht ohne. Definitiv nicht. Ja, fast. Komplett runter. Setz das Lichtschild ein. Ich glaube, danach hast du aber nichts weiter. Ich glaube, danach müsst du durch sein. So. Ja, eine lange Folge auf jeden Fall. Alter, die Route wollte ich euch bewusst noch zeigen. Ja, sehr schön. Er ist besiegt. Wir haben zwei Level-Ups, glaube ich, gehabt gerade. Ich habe nicht nachgeguckt, wer es war jetzt. Gekalo Level 18, Skunkapu Level 14. Okay. Gut. Jetzt gehe ich hier mal außen durch. Sammle das Item hier ein. Wir sind jetzt eher, vor gerade sage, die lange Folge, weil hier oben steht noch eine junge Dame. Da könnt ihr eure Pokémon heilen. So braucht ihr nicht unbedingt irgendwelche Tränke nutzen. Sondern sie hilft euch dabei, euer Team zu heilen. Gut. Und dann bin ich jetzt raus. Auf Feierabend. Wir sehen uns wieder. Und in der nächsten Folge gucken wir uns in dieser Mine mal ein bisschen genauer an. Bis dahin. Tschüss.